sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Tja. Diese Blume hätte uns mehr erzählen sollen. Schon interessant, dass es uns hier Blumenaufgaben erteilen, aber führen wir eine Befragung. Schauen wir mal. Fantasy-Welten ist ja alles möglich. Was will ich hier falsch? Diese Ganswolke, sie stinkt nach Tod. Bleibt besser weg von ihr. Tja, das hättet ihr mir gleich sagen müssen. Oh, ja. Gut, haben wir hier wieder so ein Wiederbelebungsding, genau. So, neuer Anlauf, neues Glück. Jawoll, Armaugenberg geschafft. Sehr schön. Ja, da müssen wir jetzt nochmal zurück, bevor uns alle dann schmieren. So, gehen wir nochmal da hoch. Da war nämlich eine ganz große Flasche. Und weil wir ja auch so eine große Flasche sind. Nee, Spaß. Brauchen wir die natürlich. So. Nehmen wir erstmal den Hammer. Um ein paar Sachen zu zerdeppern. Machen schon ganz schön viel Schaden, muss man sagen. Aber ein Wille ist auch ein Weg. Yeah. Dann haben wir es wieder. Noch eine Flasche, sehr schön. Ups. Stecken. Und dann können wir nämlich hier mit hier, zack. Wie sind wir denn jetzt da so schnell hingekommen? Und wieder eine Schatztruhe. Schauen wir mal, was drin ist. Wieder ein Gedicht. Tja. Ah, ich bin da in einen Baumstumpf reingefallen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schwupp, war mal weg. Ja. Ah, da oben waren noch Flaschen. Gucken, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Ob sich die Lady irgendwo festhalten kann? Leider nicht. Die können wir vielleicht runterschütteln. Und unser Magier, der konnte das ja schon öfters mal sowas rausschütteln. Das probieren wir gleich mal. Ne, er kann leider nichts greifen. Okay,
müssen wir uns mit denen begnügen, die wir da haben. Komm. Diesmal sind es Stacheln, die ich da ausgelöst habe. Das ist aber blöd. Ich dachte, es ist wieder so ein... Au. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so ohne hier. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 3 Punkte über. Wir sollten mal wieder was... Explosionshammer... anstürmen. Ein anstürmender Ritter kann auch weiter springen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so unpraktisch. Ja, kommen wir sonst noch anders hier drüber? Ich glaube nicht, deswegen müssen wir wohl über da irgendwie langkommen. Habe ich jetzt erstmal schön vermöbelt. Und um damit. Ja, war wie in den meisten Level hier bis jetzt. Sind die Hebel nur von kurzer Dauer. Was? Ah, sie bilden sich Bläschen. Ah, du hattest vorgehabt. Du weißt, du musst dich da unten rauskommen. So. Dreckspinsel, so. So der schnellste Grad. Mann, Mann, Mann. Los. Vorwärts. Ich will endlich hier hoch. Ach, ich hätte wahrscheinlich auch damit einfach die Brücke stabilisieren können. Naja, egal.
Wäre immer nett, da oben an die Fläschchen rangekommen. Siehst du mal. Oh! Noch mehr magisches Wasser. Vielleicht kriegen wir Riesenerdbeeren. Ich frage mich, wie das Wasser das fertig bringt. Sind die Schnecken und Frösche hier in der Gegend deshalb so groß? So, vorwärts, vorwärts. Ah, wir sind schon wieder ein Level aufgestiegen. Langsam haben wir echt ein paar Punkte über, mit denen wir was anfangen können. Aber ich will da oben noch die eine große Luftblase einsammeln. Wenn euch das alles zu langsam geht, ne? Und ihr lieber schnell durch die Level durch wollt, dann sagt das einfach, ne? Nur ich versuche jetzt hier so viel wie möglich einzusammeln, dass ihr das auch alles sehen könnt, mitnehmen könnt. Vielleicht seid ihr auch größere Puzzlemeister als ich. Also ich habe hier ja manchmal so ein paar Haker. So, jetzt sind wir mit Magier, kippen wir das mal um. Runter. So. Gib der Pflanze Wasser. Jawohl. Ja, da wächst doch schon mal ein bisschen was. Sehr schön. Ich kann zwar nicht sagen, was es für eine Pflanze ist, aber... Ah, eine Hüpfpflanze. Sehr cool. Schade, dass man durch das Wasser nicht selber wächst. Das wäre ganz cool in dieser Welt. Mal so als Riese durchzuspazieren zu können. Naja, mit einem Treffer bin ich durchgekommen, das reicht uns. Jetzt wird's aber duster. So, aber jetzt müssen wir mal was machen. 2 Punkte. Kaufen wir uns mal das Ansturm. Feuerschwert. Nachdem der Ritter mehrere Kochkurse absolviert hat, ist ihm nun ein Meister der Vampir von allerlei Dingen. Fügt dem Schwert eine Feuerwirkung hinzu, verursacht größeren Schaden, kann brennende Dinge entzünden. Brennbare Dinge entzünden. Entschuldigung. Ja, das ist ja auch bestimmt sehr cool. Das können wir... Ach, wir probieren einfach jetzt mal das Anstück. Oh, doch nicht. Das dürfen wir ein anderes Mal probieren. Tja, der mit seinem Schild, das ist halt schon kacke. Lassen wir einfach mal was auf den Kopf fallen. Ah ne, die Stachel haben wir schon auseinandergenommen. Ruhe haben. Jawohl.
irgendwas los. Ich hatte gerade was mit Magier gesehen. Jetzt können wir mal testen. Piste. Aha. Tja, das war jetzt nicht die beste Idee. Was ich ganz da oben eingesammelt habe, aber gut. Ja, jetzt vorwärts. Spaß beiseite. Das ist ein ernstes Spiel. Wir machen ja hier keinen. Wir sollen ja beim Spielen keinen Spaß haben. Wohin kommen wir denn da? So. Nee. Das ist aber schön gemacht, dass man hier auch so einfach mit allen möglichen Mitteln, die man da hier bekommt, seinen Weg finden kann, wie man sich hier durch das Ganze durcharbeitet. War ein bisschen umständlich, aber wir haben eine Pflanze wachsen lassen. Yay. So. Hoch da. Alle ab. Tja, das war sehr gekonnt, muss ich sagen. Oh, stopp, jetzt können wir da nicht. Oder der Ausgang ist, aber gut. Tja, entweder ist die Pflanze nicht hoch genug gewachsen. Oder ich bin einfach mal wieder zu blöd, einfach da drüber zu krabbeln. Ja, ich war einfach mal zu blöd. So, hier kommen wieder die Goblins. Schweine. Aber nur ein paar von euch. Oh. Nee, nicht nur ein paar von euch, sondern jetzt auch noch ein dicker von euch. So. Was ist denn hier der Schalter? Oh. Lasst mich, ich will! Jetzt aber den Hebel. E und um damit.
Rauschen der Zeit. Um den Hebel benutzen zu können.